Wandern, Schwimmen oder Radfahren, das sind die Hauptgründe, warum man gerne bei uns in Salzburg Sommerurlaub macht. Auch während der Corona-Krise war und ist diese Branche wichtig für die wirtschaftliche Stärke. Der Tourismus ist vor allem in den südlichen Landesteilen sehr wichtig. Pinzgau, Bangalunga, dort sind etwa 80% der touristischen Nächtigungen finden dort statt. Insgesamt ist eine der Stärken der Salzburger Volkswirtschaft, dass wir eben auf mehreren Beinen stehen. Stark Tourismus, stark Dienstleistung insgesamt, aber auch die Produktionswirtschaft ist bei uns bedeutend. Und das macht uns auch krisenresistenter als andere Regionen. Die Österreicherinnen und Österreicher machen Platz 2 der Sommergäste in Salzburg aus. Unangefochten auf Platz 1 und das schon seit mehreren Jahren sind unsere lieben Nachbarn. Salzburg hat natürlich eines unserer wichtigsten Herkunftsmärkte, nämlich Deutschland als Nahmarkt. Man ist teilweise aus Bayern oder aus einigen deutschen Gebieten schneller in Salzburg als aus Wien. Was nun die Deutschen wirklich nach Salzburg zieht, können wir uns zwar vorstellen, aber aus dem Mund des deutschen Botschafters klingt es noch einmal umso schöner. Ich glaube, das liegt daran, dass Österreich auch authentisch ist, dass es wirklich authentische Erlebnisse hier gibt, authentische Berg- und Naturerlebnisse, es gibt Wasser, es gibt frische Luft, es gibt Berge, es gibt Seen, es ist wunderbar und jetzt in der Energiekrise muss man natürlich auch sagen, man muss nicht in ein Flugzeug steigen, man muss nicht an Flughäfen warten, man kann einfach ins Nachbarland fahren und die Schönheit des Nachbarlandes genießen.